So, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir haben immer noch beziehungsweise wir haben jetzt die Quarianer auf dem Schiff. Ich glaube, vor der letzten Aufnahme hatte ich die noch gar nicht auf dem Schiff. Egal. Und hier ist Großkampf. Aber wir fliegen erstmal woanders hin, bevor wir da weitermachen. Denn wir müssen uns auf der Citadel noch mit Miranda treffen. Die hat uns ja angeschrieben und meinte, es wäre dringend. Und dann lassen wir sie besser nicht warten. Denn wer weiß schon, was los ist. Wahrscheinlich irgendwas mit ihrer Schwester hatte sie ja angesprochen. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein... Ich muss zu den Botschaften. Ach, die ist ja gar In nicht in den Ordnung. Botschaften. Ich vergaß. Meint ja irgendwie, sie wartet in einem Apartment auf uns oder so. Wahrscheinlich im Präsidiumsunterhaus, ne? Ah, egal, wenn wir bei den Botschaften sind, können wir uns da auch noch umgucken. Gibt bestimmt irgendwie was zu holen. Und ansonsten möchte ich mich auch gar nicht länger damit aufhalten, sondern bei den Quarianern weitermachen. Ich meine, die sind ja gerade im Krieg und ich glaube nicht, dass wir da so viel Zeit haben, parallel uns mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen. Schließlich. So. Leck, leck. Wie jedes Mal, wenn ich das Spiel gerade neu gestartet habe, leckt es. Und sobald es dann 3 Stunden oder so durchgelaufen ist, ist alles gut. Bailey hat wahrscheinlich nichts. Gibt es hier sonst was Neues? Nö. Aber wir können beim Spectre Terminal gucken, ob es noch irgendwas für uns gibt. Kann ja gut sein, dass wir im Geth-Schiff etwas haben liegen lassen. Naja, das ist aber komisch, diese ganzen Lex-Bikes. So viele hatte ich normalerweise nicht. Kraftverstärker, Leichtmaterialien, Präzisionszielfernrohr, bla bla blub. Nachrichten gibt es auch keine neue. Okay. Hier ist soweit so langweilig. Dann gehen wir mal ins Präsidium Unterhaus. Können dann eh noch ein bisschen shoppen. Wir haben ja wieder 26.000 Geld. Credits. Ich weiß, dass die Währung Credits ist, aber ich sage in jedem Spiel zu jeder Währung Geld. Wir haben 26 Geld oder Geldeinheiten. Keine Ahnung warum, irgendwie habe ich mir das angeeignet. Weil jedes Spiel hat seine eigene Währung und das kann sich ja keiner mehr merken. Deswegen ist alles Geld. Damit liegt man eigentlich immer falsch und dann ist es auch sowieso gut. Kann sich auch keiner beschweren. Außerdem, manchmal kriegt man ja bei den Spielen nur irgendwie ein Symbol angezeigt, was das Geld sein soll, aber steht halt nicht dran, was es genau ist. So, wo müssen wir hin? Miranda, Tali, Liara. Okay, wir können sogar mit Tali reden. Dann machen wir das auf jeden Fall. Möchte aber vorher auch noch shoppen gehen. Ja, das Seltsame ist halt, dass dieses Laggen im Spiel ist. Ich hab konstant über 60 FPS. Ich nehme ja in 60 FPS auf, deswegen ist ja. Moment, Asari wird, der soll mir was geben, oder? Wir haben doch gefunden, dass ihre. Ihr Name ist Tashia Paré. Ja, Natürlich. sie ist leider gegen die Banshees gestorben. P-O-R-A-I. Ich hasse es, Nein, mir solche ist klar, Nachrichten zu dass Sie mir nicht überbringen. sagen dürfen. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Das war's? Okay. Naja, ich hasse es, solche Nachrichten überbringen zu müssen. Aber besser, als sie im Willkommen Ungewissen bei stochern Los zu lassen. Angeles Hotel. Also, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich konstant hier über 90 FPS, glaube ich, habe. Ich sehe das gerade gar nicht. Ich sehe nur, dass ich konstant über 60 habe. Aber aus irgendeinem Willkommen bei Citadel Grund Waffen. habe ich trotzdem Wir Lex-Bikes freuen drin. uns über Also, Willkommen ich bei weiß nicht, ob man die in Eagle der Hotel Aufnahme sieht, Reservation aber ich Nummer sehe die 1. und das ist schlimm genug. Naja. Willkommen bei Los Astros Die haben Transportation nur die Reservation. Kollektorenpanzerung und die ist mir zu teuer. Willkommen Was bei haben wir Dover hier? Fabrication Hier Waffen. haben wir hier 3 Milliarden Waffen. Ich nehme aber erstmal nur die Mods, Ihr weil Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der ich habe bei Allianz. den Mods immer gerne alle dabei. Schädeltraumasystem. Wenn Sie das Sonst Beste noch wollen, was? kommen Sie zu Battlefield Wasser. Armor wollen wir nicht. Das andere sind, glaube ich, alles Waffen, ja.
Die Waffen finden wir ja auch so, deswegen kaufe ich mir die vorher nicht. Beziehungsweise es kann auch sein, dass wir ein paar dieser Waffen einfach verpasst haben und die deswegen da jetzt zum Verkauf angeboten werden. Keine Ahnung. Es leckt echt mehr als sonst. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Pelavin und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Wenn mein Volk keine Antibiotika und Medigel bekommt, werden Tausende von uns sterben. Dann hätten sie sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen sollen, um gegen die Geth in den Krieg zu ziehen. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Also theoretisch hat er recht, aber praktisch müssen wir uns helfen. Tali hat vor einigen Jahren die Citadel gerettet. Mäßigen Sie Ihren Ton. Sie haben recht. Wir sind im Moment alle ziemlich angespannt. Aber wir haben nicht mal genug Medigel für unseren eigenen Bedarf. Wir können Ihrem Volk gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Verdammt. Danke, dass Sie versucht haben zu helfen. Das ist ja ein ganz guter Ausgang. Naja, die Sache ist halt, wenn man jetzt den Turianern das Medigel wegnimmt, dann sterben deren Leute statt den Quarianern. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Tausch, den es sich anzustreben lohnt, ne? Hi. Okay. Brauchen einfach mehr Medigel. Es ist hier Purgatory. Ah, gut, dass das nochmal dran steht. Ich hätte es sonst nicht erkannt. Es ist Laggen ist. Ich habe aber im Hintergrund auch nichts mehr laufen. Ich guck gleich mal. So, und hier war Liara, ne? Miranda meine ich. Mann, den ganzen Namen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwas offen habe. Ist jetzt mal ganz kurz ein bisschen ruhiger. Das hier kann ich noch ausmachen. Hier, nee, ich habe sonst auch wirklich nichts offen. Und leistungstechnisch ist mein Rechner eigentlich mehr als overpowered für das Spiel. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Muss irgendwas mit dem Spiel sein. Hoffen wir einfach, dass es jetzt gleich aufhört. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Kay? Und warum nicht? Ich meine, wir sind ja nicht definitiv kein Spitzel für irgendwen. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. So einfach ist das nicht. Ich vertraue Ihnen. Die Sache ist ja, wir sind ja für die Allianzressourcen zuständig. Also an sich dürfen wir ja nicht einfach irgendwem Geld in den Rachen werfen. Aber ich glaube nicht, dass Miranda zu uns kommen würde, wenn es eine andere, wenn sie nicht sicher wäre, dass es wichtig ist. Weil niemandem fällt es schwieriger, jemanden um Hilfe zu bitten als Miranda. Die versucht ja immer alles alleine zu regeln und ist so sehr ehrgeizig und stolz darauf, alles alleine zu schaffen. Und auf ihre Genetikkram und so. Deswegen, irgendwas wird dahinter stehen. Also wäre es jetzt keiner von unseren Gefährten aus der Kollektorenmission, würde ich sagen, nö, warum? Dann muss man mir schon sagen, was Sache ist. Und dann entscheide ich halt darüber. Weil es ist blöd, dass sie uns nicht sagt. Ich frage mich auch, was bitte so wichtig sein kann, dass sie uns nicht sagen kann, was los ist. Entweder vertraut sie uns nicht, oder sie befürchtet, dass sie selbst oder der Raum oder alles verwandt ist. Man weiß es nicht. Also wäre es nicht Miranda, dann würde ich sagen, nö. Aber Miranda wird schon ihre Gründe haben. Und wir haben keinen Grund, ihr zu misstrauen. Von daher ausnahmsweise. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert.
Jetzt beißt er sich wohl in den Hintern, ne? Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Naja, aus ihrer damaligen Sicht, als sie noch bei Cerberus war, ist es verständlich, dass sie das machen wollte. Denn so viel Geld, wie die Rekonstruktion von Shepard gekostet hat, ist es dann nur natürlich, dass sie das irgendwie überwachen wollte. Außerdem ist sie ein Control-Freak. Also, alles, was sie nicht überwachen kann, ist sowieso generell nicht gut für sie. Tja, und der Unbekannte, ja, ich weiß nicht, ob er sich ärgert. Weil die Sache ist ja, wenn der ja uns mit Kontrollchip zurückgebracht hätte, vielleicht hätten wir dann die Kollektoren nicht besiegt. Und dann wären wir gar nicht so weit gekommen. Wahrscheinlich ärgert er sich jetzt, dass er es jetzt nicht nachträglich jetzt gerade noch machen kann oder ihn jetzt aktivieren kann. Aber aus damaliger Sicht war die sowohl ihre als auch die Entscheidung vom Unbekannten nachvollziehbar. Der Unbekannte wollte uns, ohne Modifikation. Und Miranda wollte halt sicher gehen, dass die Cerberus-Investition, die wir ja sind, sich nicht selbstständig macht, was aus heutiger Sicht ziemlich gut ist. Also ich kann sie zumindest verstehen und ich bin froh, dass sie es nicht durfte. Ich verstehe ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Zumindest nach der Kollektoren-Geschichte. Aber was passiert ist, ist passiert. Wir können es nicht mehr ungeschehen machen und sie hat uns im Laufe der Zeit ja kennengelernt und ist jetzt sehr loyal uns gegenüber. Von daher, das ist Vergangenheit und da lohnt es sich auch nicht mehr drüber zu reden. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Genau. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich hab immer einen Plan. Ich hoff's. Klingt nämlich nicht sonderlich gut. Der Blasto 5. Nee, Blasto 6. Ich würde gerne mal diesen Blasto-Film sehen, irgendwie. Und überall Waffenwerbung. Na gut, die machen jetzt das Geschäft ihres Lebens. Logischerweise. Ach, mit Shopping da hinten sind wir ja durch. Das heißt, wir können uns jetzt hier durch die Shops durchwählen. Ich kaufe die jetzt einfach so nach und nach, Stück für Stück leer. Oh, wir haben gar nicht mehr genug Geld für irgendwas. Schön. Das war's dann aber auch schon auf der Citadel. Mehr habe ich hier gar nicht vor. Wir waren schon, haben schon genug Zeit auf der Citadel verbracht. Aber ist ja auch wichtig, dafür zu sorgen, dass hier alles in Ordnung ist. Weil die Citadel ist ja mehr oder weniger auch immer noch unsere Basis für die Operationen. Und wenn die wegfällt, haben wir jetzt schon mal ein riesen Kommunikationsproblem. Außerdem tut es ganz gut, mal auszuspannen. Wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt? Gut, hier gibt's auch nichts Neues. Dann gehen wir mal zurück zu den Quarianern. Auf der Normandy sind wir ja schon überall rumgelaufen und haben uns mit allen unterhalten, deswegen ist das, denke ich mal, okay. So.
Ontis. In der Citadel gibt es das ja. Wir können jetzt auch schon wieder in der Karte neue Sachen erkunden. Ich hatte es befürchtet. Ach, und ich glaube, das hier... Sind das die Terminuses? Ne, die Terminus-Systeme sind das hier. Dieser Bereich hier, dieser... Da sind ja diese blauen Linien zwischendurch, die grenzen den unterschiedlichen Bereich ab. Und irgendwie das, der Großteil hier gehört zum Radsektor, der in unterschiedlich verteilt ist. Dann sind hier irgendwo die Terminus-Systeme. Es gibt da eine Karte für auch, in der das alles mal farbig markiert ist. Ist ganz interessant, wenn man das mal ein paar Mal gespielt hat. Und weiß man nämlich auch, wo man die ganze Zeit rumfliegt. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Rettungsmission für den Admiral. Denn der wird nicht viel Zeit haben. So. Retten wir den Admiral. Gruppenauswahl. Es lädt auch alles so lange. Irgendwas stimmt hier im Hintergrund nicht. Irgendwas verbraucht mehr Leistung, als es soll. Warte, ich glaube, ich habe irgendwo noch YouTube offen. Daran könnte es liegen. So. So. Okay. Den Browser muss ich im Hintergrund aufhaben, weil ich noch was hochlade. Allerdings passiert das von einer anderen Festplatte aus. Von daher sollte das uns eigentlich nicht beim Spielen stören. Wen nehmen wir denn mit? Talis Aussehen könnte noch verändern. Was haben wir denn da? Ich nehme den Anzug. Am liebsten würde ich hier die ganze Zeit Tali und Edi mitnehmen. Einfach weil... Also Tali nehme ich sowieso jetzt, wenn wir auf Uranoch sind, die ganze Zeit mit. Es ist ihre Heimatwelt immerhin. Könnten Jarvik nochmal mitnehmen, aber ich habe keinen Bock auf Jarvik. Ist die ganze Zeit nur am Motzen. Ach komm, nehmen wir James nochmal mit. Den hatten wir schon eine Weile nicht mehr dabei. Danach vielleicht noch Ashley. Wobei, wenn wir die Mission von Legion machen, nehme ich, glaube ich, Edi mit. So, Phalanx, Skimitar, Widow. Skimitar, Phalanx, Mods sind alle drin. Du hast noch nicht mal die da. Skimitar. Ach, die wollte ich ja nehmen, die Eviskerator 1. Den muss ich, glaube ich, mal hier reinpacken. Aber erstmal nimmst du bis dahin die Skimitar. Und bekommst da den Standardkram drauf, den alle haben. Eigentlich brauche ich mir den Rest gar nicht zu kaufen, aber ich will alles haben. Und Chakramwerfer. Interessant. Und dann nehmen wir die Valkyrie. Valkyrie 5, genau. Zusammen mit dem Zielvisier und der Laufverlängerung. Perfekt. Haben wir alles? Haben wir alles. Können wir skillen? Jawohl. 100% zusätzlicher Schaden gegen Barrieren. Jetzt können wir nur noch auf den Kryostrahl. Alles, wir haben alle Skills tatsächlich durch. Oh, und ich habe auf Bestätigen gedrückt. Ich dachte, das wäre der Knopf zurück. Egal, wir können ja gleich noch skillen. Ist nicht so schlimm. Weil James müsste einige Punkte noch haben, glaube ich.